Der Staat ist für Liberale nicht des Teufels. Aber Liberale plädieren für einen schlanken Staat. Die Menschen sollen sich möglichst frei von Zwang entfalten können. Sie sollen frei sein in ihren Aktivitäten und Güter freiwillig tauschen, ohne dass die lenkende Hand vom Staat überall eingreift. Bei gewissen Marktversagen und gesellschaftlichen Entwicklungen ist aber ein starker Staat manchmal nötig. Wenn heute von einem Sparprogramm die Rede ist, dann kommt schnell der Vorwurf, der Staat wird ausgehöhlt und kaputt gespart. Wir zeigen in unserer Studie, der Vorwurf ist falsch. Der Staat hat sich ganz im Gegenteil im vergangenen Jahrzehnt ausgedehnt. Wir analysieren das aus vier unterschiedlichen Perspektiven, nämlich ausgehend von der Staats- und Fiskalquote, von der Beschäftigung, von der Regulierung und von den Subventionen. In der Schweiz hat die Beschäftigung im öffentlichen Sektor in den letzten 10 Jahren um 13% zugenommen, gegenüber nur 8% im privaten Sektor. Unterdessen wird fast ein Viertel von allen Beschäftigten von der öffentlichen Hand gefüttert. Die Fiskalquote liegt heute bei 40%, das entspricht etwa dem Niveau der Nachbarn Deutschland und Österreich. Und mehr als die Hälfte der Preise in der Schweiz sind nicht vom Angebot und der Nachfrage bestimmt, sondern werden vom Staat mitgestaltet oder sogar kontrolliert. Das griffigste Instrument sind die Schuldenbremsen vom Bund und der Kantone. Sie sind sehr effektiv, um die politische Tendenz zu Defizit und Verschuldung einzudämmen. Wie die Ausbreitung vom Staat zu schnell unter Kontrolle zu halten ist, zeigen wir in der Studie auf. Zum Beispiel mit einem Finanzreferendum, durch eine One-in-One-out-Regel für Regulierungen oder mit mehr Transparenz bei den Regulierungsfolgenabschätzungen, wie auch bei Subventionen und Beihilfen. Die Vorschläge sind schon politisch diskutiert, aber noch nicht angewendet worden. Wir nennen in unserer Publikation drei Massnahmen, die uns neu erscheinen. Erstens der Milizgedanke. Stellen in der Verwaltung sollten, wenn immer möglich, nur mit Personen besetzt werden, die schon ein paar Jahre außerhalb vom öffentlichen Sektor geschafft haben. Das würde die Durchlässigkeit zwischen Staat und Privatwirtschaft erhöhen. Zweitens der Lohn. Im Kampf um Arbeitskräfte sollte der Staat nicht wesentlich bessere Beschäftigungskonditionen bieten können als die Privatwirtschaft. Man sollte ihn darum dazu verpflichten, sich dabei an einem Durchschnitt von vergleichbaren Branchen im privaten Sektor zu orientieren. Drittens, die Regulierung. Die hohe Regulierungsdichte gibt immer wieder zu reden. Damit die Politik nicht nur immer neue Gesetze beschließt, könnte zum Beispiel das Parlament eine Sondersession pro Jahr durchführen, in der es ausschließlich überholte, fehlgeleitete oder teure Bestimmungen findet und löscht.